Achtung, Achtung! Wir leben im Zeitalter der Maschine. Kompressoren, die Erde ist geschüttelt vom brausenden Atem der Technik. Meiner Ansicht, die Entwicklung der Technik ist nicht zu stoppen und sie darf auch nicht gestoppt werden. Stillstand bedeutet Rückschritt, da war uns der Himmel davor. Vorwärts müssen wir. Ausweichen vor der Gefahr wäre Feigheit. Großartig Ihre Ideen, Herr Doktor. Wenn ich mir vorstelle, dass das alles einmal so kommen wird, wie Sie das erstreben, also da bleibt mir glatter Atem weg. Ich ziehe nur selbstverständliche Folgerungen aus gegebenen Tatsachen. Und die Technik ist solch eine Tatsache. Ich hörte, Herr Doktor, dass Sie beabsichtigen, in Ihrem Werk Maschinenmenschen zu bauen. Mhm. Das klingt wie ein Märchen. Märchen beginnen, es war einmal. Aber über unsere Arbeit, da steht das Motto, es ist und es wird sein. Sie sind Ingenieur, Baumann? Ja, Bergwerksingenieur. Dann muss Ihnen leicht sein, den Weg der technischen Entwicklung zu erkennen. Die Hellerwerke bauen tatsächlich Maschinen, die praktisch dem geplagten Erdenwurm alle mechanischen Funktionen abzunehmen vermögen. Das sind richtige Roboter. Eine Art Maschinenmenschen. Ach, na hoffentlich wird es unter Ihrem Maschinenmenschen auch einen geben, der einem das Ansichtspostkartenschreiben abnimmt. Machen Sie sich keine Illusionen, junger Freund. Das Ansichtspostkartenschreiben soll ja keine rein mechanische Funktion sein. Ja, es ist es aber leider. Tja, Herr Doktor, fürchten Sie nicht, dass eine solche Entwicklung der Maschine das Unglück der Menschen, also der schaffenden Wesen aus Fleisch und Blut, bedeuten wird? Nein. Das Problem muss nur richtig angepackt werden. Alle sollen teilhaben an dem Segen, den die Technik zu bringen vermag. Alle. Da bist du, Jagd. Komm mal her, mein Junge. Da.
haben Sie denn bitte? Du siehst ja doll aus. Unfrisiert, was? Und dreckig wie der Teufel. Na, hör mal. Du, wenn du so weitermachst, dann ist bald vorbei mit der Schimmelherrlichkeit. Dann erkennt dich deine eigene Großmutter nicht. Hey, weh. So, Baumann, Glück auf, wieder zurück von der Reise, ist ja großartig. Ja, ganz lecker. Ja, Stöpke. Ja, du Kleiner. Na, Lupa, was ist denn mit Ihnen los? Was passt denn Sie da rum? Mir ist was ins Auge geflogen. Der hat bei der Arbeit zu scharf hingeguckt. Aha. Das macht er mit Absicht. Er denkt, wenn er Kohle im Auge hat, kriegt er einen feurigen Blick. Und jetzt kommen immer deine Dreckschiffen da weg. Komm mal her, zeig mir. Mir hat er eine Ansichtskarte aus dem Flugzeug geschickt. Du gib bloß nicht so an, Mensch. Sagen Sie mal, Ingenieur, wie war das nur eigentlich da oben? Ach, herrlich, Kinder, herrlich wie im Himmel. Kein Gestank, kein Kohlenstaub, ganz frische, saure Luft. Nicht wirklich. Ja, sowas gibt's. Na, hätten Sie mal eine Tüte voll mit runtergebracht. Könnten wir hier unten gut gebrauchen. Na? Ist raus. Ja. Dankeschön, Herr Hinser. Den Brikett, den Sie da rausgeholt haben, können Sie behalten. Das ist gut, werde ich tun. Wo ist eigentlich Schumacher? Was? Ja, hier. Hallo. Schuhmacher, alte Wettereule. Mensch, Sie sehen ja wieder gefährlich aus. Sie werden sich noch den ganzen Tag hier unten verderben. Gott sei Dank, dass Sie wieder da sind, Herr Ingenieur. Mann, dann nur so feierlich, was denn los? Wollte gerade Meldung machen. Stollen 6. Gefällt mir nicht. Dicke Luft. Was denn? Wettergefahr? Ich... Reden Sie doch, Mensch. Eingeschlossen. Thank you.
weiter runter, was kommt da? Erlaubte mir zu denken, dass ich überhaupt nicht mehr nach Hause komme. Josef, sieht ja großartig aus. Wilmer! Ich habe immer an dich gedacht. Du? Wirklich? Wirklich. Bevor du zu schimpfen anfängst, ich habe dir auch was Wunderschönes mitgebracht. Oh, okay. Ja, nur eine Quannung. Du weißt doch, so eine Glücksgöttin, wie du sie immer gewünscht hast. Warte mal. Warum gibt's denn bloß keinen alphabetischen Taschenordner oder sowas? Ich hatte sie mir doch extra zurechtgesteckt. Na also. Da ist sie ja. Zu Herzen, Erik. Sie werden das Glück schon wieder leihen. Ich habe dich wohl sehr vernachlässigt. Ein halbes Jahr warst du weg. Fast so lange, wie wir verheiratet sind. Ja. Aber Kind, was soll ich denn machen? Vorträge, Interviews, Presseempfänge, Einladungen von der Universität, vom Senat, vom Präsidenten und dann die Verhandlungen mit der Wissenschaft, der Industrie, den Banken. Ach, man hat sich gerädert, gemartert. Das willst du ja alles gar nicht hören. Schluss mit der ganzen Geschichte. Jetzt bleibe ich bei dir. Und wie lange? Heute. Morgen. Vielleicht die ganze Woche. Ach, Erik. Freue mich ja doch, dass du wieder da bist. Ja? Kommst du frühstück? Ja. Okay. Und ein Ei? Hä? Ja? Hallo, hallo. Hier Hellerwerke. Uwe Ingenieur Bulter möchte Herrn Dr. Heller sprechen. Hallo, hallo. Hier Hellerwerke. Entschuldige mich. Hier Heller, was gibt's? Guten Tag, Herr Doktor. Entschuldigen Sie die Störung im Augenblick Ihrer Rückkehr. Schon gut, lieber Walter, noch keine langen Verbeugungen. Was ist denn los? Etwas Dringliches, Herr Doktor. Die Sache mit Professor Wolf. Na, davon sprachen Sie schon in Ihrem letzten Bericht. Kam mir etwas merkwürdig vor die Stelle. Er hat das Tor zu seinem Laboratorium vermauern lassen? Ja, von innen Panzerplatten rübergelegt. Kein Mensch weiß, was hinter den Wänden vorgeht. Aber wir hören sehr oft Detonationen. Detonationen? Das ist doch gar nichts Ungewöhnliches. In diesem Ausmaß doch, Herr Doktor. Vor einer Viertelstunde dachte ich, das Werk geht in die Luft. Gut, ich komme sofort. Sag
sei nicht böse, Liebling, aber es geht wirklich nicht anders. Ich muss ins Werk. Bleib hier, Erich. Aber Kind, das ist doch meine Pflicht. Immer diese grässlichen Maschinen. Und dann dieser Wolf. Ich weiß nicht, es mag ja dunkel hier sein, aber ich kann den Menschen nun mal nicht ausstehen. Ja, ja. Ich habe den Burschen zu groß werden lassen. Ein verantwortungsloser Fanatiker. Ich werde mal ein bisschen an die Kandare nehmen. Keine Sorge. In der Stunde bin ich wieder da. Lieber Wolter, wie geht's eigentlich Ihrem Technischen? Danke, gut, Herr Doktor. Gestern hat sie meiner Frau was aus dem Kochbuch rausgerissen. Denken Sie sich bloß, gerade die Seiten, auf denen die Gerichte stehen, die ich nicht ausstehen kann. Famos, die Krabbe. Hier, ich habe eine Puppe mitgebracht, das Neueste aus Amerika. Das ist aber wirklich ganz schön. Da wird sie sich aber wirklich freuen. Sagen Sie, ist Professor Wolf in seinem Laboratorium? Jawohl, Herr Doktor. Seit 12 Wochen haben wir nicht mehr zu sehen gekriegt. Ich werde den Fuchs schon ausreichen. Los, kommen Sie. Der hat mindestens wieder 500.000 Volt drauf. Warum meldet er sich denn nicht? Weiß nicht. Geben Sie Signal, dass ihm der Schädel brummt. Thank you.
Professor! Wo stecken Sie denn? Reden Sie doch näher, Herr Doktor. Was soll denn der Unsinn? Machen Sie doch Licht! Die Berichte, die ich bekommen habe, klingen ja recht merkwürdig. Wollen Sie mir nicht eine Erklärung? Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Herr Doktor. Geschlafen habe ich nicht. Ich habe gearbeitet. Wie gefällt Ihnen das da? Was ist denn das? Kleine Überraschung für Sie. Ein Überrobot. Ausbau unserer Idee. Steigerung des geplanten Nutzeffektes um das Hundertfache. Schöne Überraschung. Ja, nicht wahr? Ein wunderbarer Bursche. Das ist mein Freund. Beschützer des Werks, Verteidiger, Streiter für unsere gute Sache, wie Sie wollen. Wolf, ich habe Ihnen doch ausdrücklich verboten, die Hilfsmittel des Werks für Spielereien in Anspruch zu nehmen. Spielereien? Ich glaube, Sie vergreifen sich da im Ausdruck, Herr Doktor. Das ist keine Spielerei, Sie. Das ist Ernst. Blutiger Ernst. Der Roboter ist eine Kampfmaschine. Vortrab einer Armee, die Welt erobern wird, wenn wir das Signal dazu geben. Genug von dem Unsinn! Ich baue Maschinen, die dem Aufbau gewidmet sind. Nicht der Zerstörung! Verstanden? Sie hier stellen das Problem dar, mit dem wir uns zu befassen haben. Unsere Arbeitsroboter sollen die Menschheit von der Last gefährlicher, ungesunder und geisttötender Arbeit befreien. Ideale, Herr Doktor. Ideale. Jawohl, Ideale, aber vernünftige, erreichbare Ideale. Was Sie da treiben, Professor, ist glatter Irrsinn. Und diesen Irrsinn verbiete ich! Das Ding da wird verschrottet! Und wenn ich mich weigere? Dann verlassen Sie morgen das Werk. Hier bin ich der Herr. Niemand hat zu bestimmen, außer mir. Natürlich. Hier sind Sie der Herr, und wenn Sie es wünschen, dann muss verschrottet werden. Schade, wirklich jammerschade. So viel Fleiß und so viel Arbeit steckt in dem Ding da. Und das Ende vom Lied, altes Eisen, verschrottet, tut mir leid, wirklich ausgesprochen leid. Wollen Sie nicht wenigstens einmal richtig ansehen, bevor er verschrottet wird, Herr Dr. Heller? Ist doch auch für Sie sehr interessant. Sehen Sie doch nur, wie es in ihm kocht, wie seine Kraft nach Entladung drängt. Ach was. Kampfmaschine. Eine einzige Granate und das Ding ist erledigt. Es wird aber niemand dazu kommen, diese Granate abzufeuern. Sehen Sie sich doch mal seine beiden riesigen Fäuste an.
Daraus sende ich meine Delta-Strahlen. Schieße sie meilenweit hinaus, vernichte alles, was sich mir in den Weg stellt. Ah, nicht doch. Keine Angst, Herr Doktor. Leider bin ich ja noch nicht so weit. Es gelingt mir noch nicht, die Strahlen gebündelt nach vorne zu schießen. Die sausen mir noch viel zu sehr im Raum herum. Können Sie mir da nicht helfen, Herr Dr. Heller? Geben Sie mir doch einen Rat. Den sollen Sie haben. Sie schaffen das Ding aus dem Berg. Und zwar heute noch. Ich habe ihn gewarnt. Aber er hörte ja nicht. Er wollte das Experiment durchaus selbst durchführen. Was soll denn das heißen? Große Ideen, die fordern eben ihre Opfer. Aber Karl, du schwindest ja schon wieder das Fieber runter. Na, warte, Mann, du, wenn der Doktor kommt. Ja, du kannst lachen. Wie kommst du bald raus aus der Kabulkiste hier? Was fang ich denn an? Ich kann derweil Bazillen pressieren, was? Was du immer meckerst. Du bist wohl verrückt, na, ist doch herrlich hier. Licht, Luft und Körperpflege. Mein Wort, Abkart, in den 6 Wochen, wo wir hier sind, hast du einen Tag gekriegt wie ein Vasenosäugling.
Wo denn? So ein Gesicht. Schöner Säugling. Mit dem Brückenpfeiler da. Ja, weiß überhaupt nicht, wie das weitergehen soll mit mir. Werde wohl jetzt im Bergwerk eine komische Figur machen, was? Aber Karl, das kommt doch jetzt alles ganz anders. Ja, sag mal, hast du denn noch nichts von einem Maschinenmenschen gehört? Nee. Ich kenne bloß den Witz von dem Matrosen, der einen Kompass verschluckt hat. Nee, Karlmann, du. Das mit den Maschinenmenschen, das ist kein Witz. Die Dinger werden jetzt tatsächlich gebaut. In Zukunft, da brauchen wir uns nicht mehr persönlich die Nase zu verbrennen unten im Schacht. In Zukunft, da werden an den kitzigen Stellen die Maschinenmenschen eingesetzt. Jawohl, mein Junge, die machen dann unsere Arbeit. Du, pass auf, das geht so bei dem. Hier ist ein Stolz, nicht? Den fahre ich jetzt ein. So, jetzt bin ich vor Ort. Jetzt baue ich die Kohle ab. Und jetzt fahre ich sie. Schöne Kohle. Und jetzt fahre ich sie über Tage und an den Verbraucher heran. Oh, mein Junge, jetzt wird Medizin genommen. Komm her, ja? Da freust du dich nämlich wieder von drücken. Los, Mund auf. Das schmeckt wie Tinte. Ist aber gesund, du. Und mach einen kleinen Fuß, was? Was ist das? Na, Herr Baumann? Sie sind ja schon wieder ganz munter. Jawohl. Tag, Herr Professor. Tag. So, na, wir können nur nicht weiter mit Ihnen anfangen. Was jetzt noch zu tun ist, das müssen Wald, Wasser und Sonne besorgen. Mhm. Immer gibt's durchatmen. Damit das Gift wieder raus kann aus dem Lungen, nicht? Jawohl, wird gemacht. Also dann mal mit einem tüchtigen Sprung rein in die Erholung. Kinder, da kommt ja unser Strandkorb. Neun ist nämlich meine Glückszahl. Meine offenbar auch. Na, lassen Sie sich mal die Zeit nicht lang werden. Meine Damen, ich hab mich geschlagen. Der Strandkorb gehört Ihnen. Danken Sie übrigens. Werner Baumann ist mein Name. Gute, Herr Friede. Freut mich. Hänsel, Lotte. Freut mich. Ja, das ist nun so, Josef. Der eine Baum geht ein, dafür kommt ein anderer. Das wächst nun und blüht und gedeiht. Ja, ja. Gefällt mir gar nicht, dass die gnädige Frau sich so von der Welt zurückzieht. Wozu macht man das im Garten hier nur alles so schön, wenn sie nicht mal mehr hierher kommt? Ja, ja, ja. Thank you.
Jetzt wollen wir mal sehen, wer den Ball kriegt. Den Ball wäre. Wenn du reingehst, musst du doch nur die Scheine bezahlen. Ja, so hält das doch rein. Wo ist jetzt? Ja. Guck dich das an. Guck das an. Ich glaubte, irgendein Diener würde mich. Baumann heiße ich. Ingenieur Werner Baumann. Es tut mir so schrecklich leid, wie die Sache mit der Fensterscheibe. Was können wir jetzt bloß machen? Vielleicht spielen wir in Zukunft lieber Ping-Pong. Jawohl. Bitte? Danke. Dr. Heller! Kennen Sie meinen Mann? Oh ja. Er hat mir einmal von seinen Ideen erzählt. Die waren so groß und schön. Ich fühlte mich ihm innerlich verbunden. Ich verehrte ihn in seines echten Menschentums. Da hat es gut von Werner, so lange wegzubleiben. Vielleicht setzt du die Fensterscheibe gleich selbst wieder ein. Nein, nein, das hat einen ganz anderen Grund. Ich habe eben mit dem Diener gesprochen. Werner ist dringend bei der gnädigen Frau. Jo? Na, ich warte jedenfalls nicht länger. Ich fahr los. Ich auch. Man muss den Glauben haben, gnädige Frau. Den Glauben an sich selbst und an sein Werk. Dr. Heller hat einen starken Glauben. Deshalb wird deine Idee leben. Und die Menschen werden leiden, wie sie immer gelitten haben. Nein, nicht so. Überall dort, wo die Menschen ihrer Arbeit gefährdet sind. Zum Beispiel bei uns im Bergwerk. Wenn es gelänge, in den bedrohten Stollen dort unten Maschinen einzusetzen, die Menschen aus ihren unterirdischen Mausefallen ans Tageslicht zu bringen. Das wäre doch Fortschritt, Erlösung. Das hieß unendliches Leid aus der Welt schaffen. Bauen wir also einen Roboter, ne? Was ist denn das eigentlich, ein Roboter? Na, Jokos, das ist eine Maschine.
Sieht ein bisschen anders aus wie die anderen, aber sonst nichts weiter Neues. Jeder Automat ist doch ein Robot. Siehst du die Maschine da? Ist auch ein Robot. Arbeitet doch für uns. Da haben Sie eigentlich recht, Herr Oberseelier. Zählt ja bloß noch, dass man so ein Biest im Blechhirn einsetzt. Dann könnten wir doch so richtig mal zusammen meckern. Würde nicht viel dabei rauskommen. Na, ich höre mal, Oberseelier, ich meine ja auch mal bloß. Ich komme hier nicht aus. Da könnte ich zum Beispiel sonntags mit ihm mal Skat spielen. Mensch, um mit dir Skat zu spielen, braucht er kein Gehirn. Dazu genügt hier der Blechkopf. Baumann auf seinem alten Platz oder sitzt er da? Aber das ist doch ganz gleichgültig. Ich frage bloß, weil ich mir erlaubt habe, die unterbrochene Schachtpartie von neulich wieder aufzubauen. Aber was haben Sie denn da gemacht? Das ist ja alles falsch. So stehen ja beide Spiele im Schach. So, so. Sorgen Sie für eine kleine Erfrischung, Josef, ja? Ist schon alles erledigt? Gnädige Frau. Ich habe auch die Zigaretten besorgt, die Herr Ingenieur Baumann so gern raucht. Das ist doch... Telegramm, gnädige Frau. Ich glaube damit, die technische Seite der Sache hinreichend beleuchtet zu haben. Die Hellerwerke hoffen, gerade an dem Beispiel der schwer bedrohten Bergwerksleute, die segensreiche Bedeutung dieser Erfindung beweisen zu können. Unsere Maschinenmenschen können sogar in vergasten Schächten eingesetzt werden. Kohlenoxidgase, Wassereinbrüche, Rauch können ihnen nichts anhaben. Es gibt keine Furcht vor Grubenkatastrophen mehr. Kommt es zu schlagenden Wettern, dann wird der betroffene Stollen zugemauert und nur ein paar Roboter gehen dabei zugrunde. Na schön. Man drückt eben auf den Knopf, eine neue Belegschaft Eisenmenschen geht hinunter und der Fall ist erledigt. Großartig! Dann darf ich wohl annehmen, Herr Geheimrat, dass unsere Vorschläge Ihren Erwartungen voll und ganz entsprechen. Ja, mein Herr.
Leuchten mir alles ein. Da ist ganz außer Zeit. Wunderbar, was? Jetzt kommen die Roboter runter und ihr seid raus aus dem Dreck. So, wunderbar, findest du das? Na, was wird aus uns? Wir sitzen auf der Straße, können am Daumen lutschen. Ja, ja, mein Junge, es ist doch ein bisschen anders gekommen, als wie du dir das so vorgestellt hast, sieh? Stöpke. Luppe. Glück auf. Becker. Glück auf, Herr Ingenieur. Tja, ich. Na, warte mal. Was will er nun? Keine Ahnung. Wissen. Danke, Ingenieur. Danke. Stöcke. Das ist ja fein, dass Sie da sind. Können wir ja gleich anfangen. Herr Inspektor, ich habe eben da draußen die Ansammlung unserer Bergleute gesehen. Ja. Macht natürlich ein bisschen böses Blut, die Sache. Macht das nicht so innerlich. Ja, also was nun Ihre nächste Aufgabe anbetrifft? Augenblick, Herr Inspektor. Sie haben Entlassungen vorgenommen. Zahllose Menschen sitzen auf der Straße. Na und? Herr Inspektor, diese Leute wollen doch die Hände nicht in den Schoß legen. Die wollen doch zupacken. Die wollen doch arbeiten. Tut mir leid. Die Zeche bietet keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr. Ja, dann muss man eben neue Aufgaben für die Leute finden. Arbeiten, die Maschine nicht fertig bringt. Ja, was geht denn das mich an? Das ist doch nicht mein Ressort. Aber es ist auch nicht Ihr Ressort, Herr Baumann. Kümmern Sie sich um die technischen Dinge. Dazu sind Sie da. Das andere überlassen Sie gefälligst der Verwaltung. Bitte. Ich wünsche sofort Herrn Geheimrat Ehrenberg zu sprechen. Geheimrat Ehrenberg? Den können Sie nicht sprechen. Wer ist in der Konferenz? Dann holen Sie ihn eben raus! Was erlauben Sie sich alles, wenn es um das Wohl meiner Arbeitskameraden geht? Ich hätte drei Tage da. Das Problem muss nur richtig angepackt werden.
alle sollen teilhaben an dem Segen, den die Technik zu bringen vermag. Alle. Glück auf, Jungs! Klara! Glück auf! Was ist denn? Was haben wir denn? Meine Herren, ich habe Ihnen doch alles Wissenswerte gesagt! Ja, wir haben doch alles. Wie stehen Sie denn mit dem Ausland? Ja, jawohl, Herr Doktor, natürlich! Wir stehen in Unterhandlung mit Tokio! Ja, weiter! Ja, mit Rom selbstverständlich auch, mein Rom auch! Natürlich! Roboter im Wasser! Roboter! Selbstverständlich können unsere Roboter auch auf den Meeresgrund kommen. Und ist natürlich der Steuerung? Also meine Herren, die Steuerung? Nein, also über die Steuerung kann ich Ihnen bestimmt nicht sagen. Das ist betriebsgeheimnis. Ich bitte. Professor Wolf ist jetzt nicht zu sprechen unter keinen Umständen. Meine Herren, das geht ja aber. Bitte, meine Herren, Kunst, mir ist eingefallen, Sie brachen mir die Seele aus dem Leib. Entschuldigen Sie, wichtige Depeschen, meine Herren. Entschuldigung, aber hoch! Über die Höhe der Rente GV, die Sie jährlich beziehen werden, wäre damit ja wohl eine Einigung erzielt. Ja, was unsere Bedingungen betrifft, so hätten Sie nichts weiter zu tun, als Ihre Eigentumsrechte an den Hellerwerken an Professor Wolf abzutreten. Ja. Sie müssen meinen Zögern verstehen. Es ist natürlich ein Entschluss für mich. Es handelt sich doch um das Werk, das mein Mann aufgebaut hat. Ja, ich nehme ohne weiteres an, dass Sie als Frau keine inneren Beziehungen zu Maschinen haben. Ja. Darf ich bitten? Die Frau? Hier, bitte, ja. Hier, die Frau, Herr Ingenieur Baumann ist da. Er wünscht Sie dringend zu sprechen. Ach, entschuldigen Sie einen Moment, meine Herren. Sie kommen bestimmt wegen der Schachpartie. Ja, gnädige Frau. Ich komme wegen einer Schachpartie. Es geht darin um ein Problem, von dessen Lösung das Glück unzähliger Menschen abhängt. Mein Gott, so feierlich? Ja. Und diese Lösung liegt in Ihrer Hand. In meiner Hand? Ja, gnädige Frau. Sie sind doch die Besitzerin der Hellerwerke. Eigentlich. Wie kommen Sie gerade jetzt da? Was ist denn los? Sehen Sie nicht? Eine kleine Unterbrechung, Herr Professor. Das hat ja nichts zu sagen. Wir werden schon machen. Ich habe mir die Sache überlegt. Die Hellerwerke bleiben in meinem Besitz. Tja, liebe Frau, das geht doch nicht. Bedenken Sie doch die Vorteile, gnädige Frau. Ja, und dann auf der anderen Seite die Riesenbelastung, die ewige Unruhe und die Verdrießlichkeiten. Tja, sehen Sie, liebe Frau, mit einer Unterschrift sind Sie doch alles los. Sie sind frei und glücklich. Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Aber meine Herren... Ja, hören Sie mal zu, liebe Frau, Sie müssen nämlich... Sind Sie hier, Baumann? Ja. Meine Herren, Sie haben den Wunsch der Gegenfrau gehört. Ja, verzeihen Sie, Baumann. Wir sprachen vorhin mit der Gegenfrau wegen des Vertrages. Ja, darf ich bitten? Hm? Meine Herren, unsere Rede ist beendet.
darf ich zu viel begreifen. Ja, aber Herr Baumann, hören Sie mal, Herr Baumann, wir verhandeln mit der gnädigen Frau schon zu lange. Vielleicht lässt sich da eine andere Verhandlung fallen. Nein. Absolut zwecklos. Also bitte. Ich danke Ihnen. Herr Ingenieur Baumann. Ja, bitte? Hier ist Professor Wolf. Bitte kommen Sie sofort zu mir, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ausgezeichnet, Herr Professor. Stehen sofort zur Verfügung. So fein, das klappt doch alles wunderbar. Ja. Muss denn das unbedingt sein, dass Sie mit Professor Wolf sprechen? Aber selbstverständlich. Das ist doch eine herrliche Gelegenheit, den Mann endlich mal aufzuklären. Spätestens um 4 Uhr bin ich wieder zurück. Dann beenden wir unsere Schachpartie. Ja? Ja, würde mich sehr freuen. Fischer, lass dich gleich den Ingenieur Baumann melden. Veranlassen Sie, dass er sofort zu mir geführt wird. Jawohl, Herr Und für mich ja großartig, der automatische Türverschluss. Herr Professor, ich freue mich wirklich, Sie kennenzulernen. Man erzählt sich so viel Interessantes von Ihnen und ich muss Ihnen aufrichtig sagen, ich habe einen unbegrenzten Respekt vor Ihrem technischen Können. Bitte fassen Sie sich kurz, meine Zeit ist knapp bemessen. Herr Professor, Ihre Erfindung richtet Unheil an. Die Zeche Ehrenberg hat bereits ihre Arbeit entlassen. Die gesamten Werkleute liegen auf der Straße. Und die Hellerwerke sind verantwortlich dafür. Das geht Sie gar nichts an. Sie irren sich, Herr Professor. Ich stehe hier als Bevollmächtigter der Besitzerin der Hellerwerke. Die Hellerwerke haben ihre Maschinenmenschen aus der Hand gegeben. Eine großartige Erfindung wird missbraucht. Sie dient jetzt dem Eigennutz rücksichtsloser Spekulanten. Sie irren, Herr Baumann. Wissen Sie, was diese Punkte auf der Weltkarte bedeuten, Herr Ingenieur? Das sind alles Roboter. Unsere Roboter. Die werden überall in der ganzen Welt angesetzt werden. Aber diese Roboter, die sind unverkäuflich. Die bleiben. Wir leihen sie nur aus. Gegen hohe Gebühren vermieten wir sie.
aber wir geben sie niemals aus der Hand. Die müssen für uns schaffen und schaffen, immer wieder schaffen. Mit ihnen werde ich die Welt beherrschen. Aber ich verstehe sie nicht. Denken sie denn gar nicht daran, wie viel Arbeiter sie mit ihrem System brotlos machen? Für diese Menschen muss doch gesorgt werden. Es gibt sonst Aufstände, Herr Professor. Revolten. Was wissen denn Sie von Dr. Heller? Ich kenne die Ideen Dr. Hellers genau. Ja? Er wollte nutzbringende Maschinenmenschen bauen. Aber der Gewinn, den sie erarbeiten, der sollte allen zugutekommen. Das sind ja Fantastereien. Fantastereien? Eines Tages werden Maschinenmenschen an allen gefährlichen Arbeitsplätzen stehen. Die frei werdenden Hände aber wird man schöner und größeren Aufgaben zuführen. Ideale Phrase. Nein! Das muss Wirklichkeit werden, wenn dieses Leben einen Sinn haben soll. Leeres Geschwätz. Das war wohl auch der Grund, weshalb Sie Frau Heller abhielten, den Vertrag zu unterzeichnen. Jawohl, das war der Grund. Und ich werde noch mehr tun. Sie werden hier keinen Schaden mehr anrichten. Ich werde dafür sorgen, dass Sie hier von diesem Posten verschwinden, Herr Professor. Bitte, öffnen Sie die Tür. Bleiben Sie doch ruhig noch so lange hier, bis Sie sich ein klein wenig abgekühlt haben. Hallo? Heller Werke. Hier ist Frau Heller. Ich möchte Professor Wolf sprechen. Einen Augenblick bitte, gnädige Frau. Das Laboratorium antwortet nicht. Dr. Heller? Ja, ja.
Sie kommen wahrscheinlich wegen der Unterschrift. Ja. Ja, wegen des Vertrages. Gut. Öffne. Nee, Frau. Ich lasse Sie nicht allein gehen, ich komme mit. Nee, Frau. Gehen Sie nicht hinein zu ihm. Lassen Sie ihn doch rauskommen. Darf ich bitten, gnädige Frau? Sie haben sich das also überlegt, gnädige Frau. Ich kann Ihnen zu diesem Entschluss nur sehr gratulieren. Wollen Sie die Güte haben, zu unterzeichnen? Durch den Baumann! Das werde ich Ihnen sagen. Ich werde Sie sogar zu ihm führen. Aber vorher muss ich Sie bitten, zu unterschreiben. Verlassen. Unbedingt. Gekommen? Das war doch... Ich hatte ihn doch gepackt. Plötzlich bekam ich einen elektrischen Schlag und da... Weg. Hier.
heraus? Ich? Mein Leben lang habe ich gearbeitet. Wie ein Tier. Wie der niedrigste Kuli. Ich habe mir gar nichts gegönnt. Ich habe nur geschuftet. Tag und Nacht geschuftet und immer wieder geschuftet. Und wissen Sie auch, wofür? Alles! Sein Ziel, sein ungeheures Ziel, der Herr der Welt zu sein. Und jetzt, wo ich die Hand aufbringe nach der Nacht, jetzt soll ich weg. Thank you.
Achtung, Achtung, wir geben Ihnen noch Folgendes bekannt. Die Leitung der bekannten Hellerwerke hat der Ingenieur Baumann übernommen. Man bringt seinen neuartigen Bestrebungen von allen Seiten großes Interesse entgegen. Die Ehrenwerkzeche steht seit heute in vollem Roboterbetrieb. Noch unten? Ja, ja. Maschine 27 steht still. Das ist in Ordnung. Herr Oberingenieur, ja? Maschine 27 setzt aus. Ach nee. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Stollen? Stollen 3. Ja. Werden wir gleich haben. Herr Geheimrat, nun sind Sie doch zufrieden. Zufrieden? Wohl etwas zu viel gesagt. Aber Herr Geheimrat, die Hellerwerke verkaufen ihre Roboter mit ganz geringen Gewinnen. Nicht? Ja, doch, ich weiß. Aber Sie knüpfen daran so eine peinliche Bedingung. Jeder Betrieb, der unsere Roboter haben will, muss diese Bedingung erfüllen. Schön, in Ordnung. Bloß ich finde, sie ist ein bisschen unmenschlich, ihre Bedingung. Aber ganz im Gegenteil. Sehen Sie, sag es doch so. Irgendein Betrieb entlässt Menschen und stellt dafür unsere Roboter ein. Wir verpflichten nun das betreffende Werk, einen Teil des Gewinns, den ihm unsere Roboter schaffen, für die entlassenen Arbeiter auszuwerfen. Dafür werden die Leute dann angesiedelt. Na, Herr Geheimrat, ist das nun wirklich eine so unmenschliche Bedingung? Hm?
Mhm. Vielleicht haben Sie recht. Bitte? Irgendwann. Sie wissen doch, ich habe da so eine kleine Yacht. Nächste Woche gehe ich wieder auf einen anständigen Essen. Hätten Sie sich mal Lust, ein bisschen mitzukommen? Herr Geheimrat, ich schieße nicht gern Böcke. Na? Wollen Sie sich nicht einmal ansehen, was Ihre Leute jetzt treiben? Kommen Sie. Nein. Ja. Geschafft, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ach, noch ja nicht. Da müssen wir erst mal unseren Förderkorb sehen. Das ist eine Sache. Was? Hier, bitte. Doppelschicht. Oh, bitte. Das merkt man aber, dass du bei uns Hauer warst. Merke ich auch, dass man da Hauer warst. Ah, Herr Daumann! Kennen Sie den hier? Donnerwetter, ja! Das ist ja unser Hans! Ja, unser alter Grubengaul. Der kriegt jetzt dicke Backen wie ein Posaunenengel. Hallo! Karl! Ist ja großartig, dein Bienenbergwerk. Ja schon, aber weißt du, was noch mehr flutschen würde, Werner? Wenn die Hühner Honig machen würden und die Bienen Eier legen. Das könnte dir so passen, mein Junge.